Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. So, ja, und dann übergebe ich einfach mal den Herrn sofort. Und zwar kaufen wir heute etwas aus dem Shop. Und zwar ist das auch hier dieses erste Item. Und zwar den Ravage Skin. Der erste Skin, der eine Spur dabei hat. Eine Flugspur. Und zwar kann ich euch die direkt zeigen. Hier ist sie. So geil, so abnormal geil. Hier hat man die Flügel vom Liebesranger in Schwarz. So unfassbar geil. Ich habe ja, ich kann es euch mal eben zeigen. Ich habe hier in meinem Spind auch die Flügel am Start. Also, oh mein Gott. So geil. So. Wobei die Flügel hier von dem neuen sind natürlich viel, viel Ja, geiler. sind sie auch. Die vom So, wir Liebesranger fangen sind an. aus Leute, Stein. wir fangen mal an und kaufen uns das direkt. Geil. Und Oh das Ding, mein das sieht Gott. aus wie so ein Raven-Skin, eine Raven-Mumie. Raven-Mumie. Zusammengeflicktes Teil, wenn ihr euch das mal anguckt, da oben Alter, die boah. Krallen auf dem Flügel. So geil. Mega nice sieht das Ding aus. Das So sieht geil. richtig böse So, dann aus. machen wir jetzt den Iron Beak. Eine Spitzhacke aus dem Nevermore Set. Also die Nummer so zur Erklärung. Das ist Nevermore Set. Das bedeutet, das ist genau aus dem gleichen Set. Warte, Warmers, wie der Rabe. Nevermore. Oh mein Gott. Hey, gleich. Ja, mega geil sieht Alter. das aus. Oh mein Gott. Okay. Gut. Wir machen weiter. Und zwar auf der rechten Seite mit dem Sergeant. Ein komisches Skin, wenn du mich fragst, oder? Ja, sieht nicht wirklich toll aus. Machen Also, wir ja. weiter. Mit dem Body-Mode. Der Bali-Mode, den feiere ich schon, der ist echt cool. Das erste Mal in den Shop gekommen ist, fand ich den Ich schon habe mir immer den direkt mega gekauft. geil. Ja, ein ziemlich nice Emote, wie ihr seht, habe ich ihn mir auch gekauft. Und ja, ich bin ja nicht so der Emote-Käufer, sondern eher der Skin-Käufer. Und ja, ich habe mir den Emote trotzdem gekauft, weil er einfach cool ist. Machen wir weiter mit dem Devastator. Ein Skin. Oh Gott, ich will nicht drüber reden, Leute. Ihr wisst, ich kenne alle meine Meinung zu No-Skins mit einem Pulli an für 800 V-Bucks. Ja, besonders, ja, sieht schon Vor nicht allem der schlecht Ben. aus, Der aber. Ben. Leute, manche wissen es vielleicht nicht von euch, aber der Ben, also der Ben mit dem blonden Haaren, sieht ungefähr genauso aus wie Tiffy. Hat Tiffy selbst sogar gesagt. Okay. Ist so. Dann machen wir dann mit der Cliffhanger-Pigel. Ich finde es Ist toll. Ich finde es nicht so toll. Gleich findet es anscheinend okay, aber ich. okay. Für 800 V-Bucks nicht. Gut. Ja. Machen wir weiter. Den Rocket Spinner Emote. Der wurde geupdatet, Leute. Wie ihr seht, er ist richtig schlecht geworden. Was? Wieso ist er richtig schlecht Guck geworden? mal. Ich feiere das Nein, Ding, guck das sieht mal schon hier. Guck geil mal hier. aus. Er will die Rakete starten und er bleibt immer noch am Boden. Das war damals anders. Das stimmt. Gehen wir bei dir rein. Ob das bei dir genauso ist Ich oder weiß, einfach das nur. Ding ist Ja, das als Ding ist draußen. damals mit abgehoben, Ja, ja. ich weiß. Ja. Und Hä? bei mir hebt er ab. Bei mir nicht, okay. Also das ist dann eher Na, ein Anzeige, Bug, okay. ein Anzeigebug, weil bei Egal. mir hebt er nach wie vor ab und das sieht Oh ziemlich geil Gott, aus. wer kennt sie nicht aus den Harry Potter Filmen Petunia? Pinke Gleiter in Fortnite. Ja. Dazu kann ich nur sagen. Wartet, das kann ich dazu sagen. Moment. So ist ein Heul-Emote. Richtig. Ja. Ja, also wenn euch das heutige Daily Shop Video gefallen hat, würde ich mich sehr beliken. Ihr wisst schon alles Bescheid. Bis dann und tschüss.